guckt euch das an, was wir gefunden haben. Ein riesiges Tipi. Wow. Das ist ja der Hammer. Ich bin heute wieder mit meiner kleinen Freundin Lea unterwegs. Und wir haben schon einen Mini-Tibet-Terrier gefunden. Nein, nicht gefunden. Aber heute ist der Tag der neuen Hunde, ehrlich. Der war süß. Da! Heute hat sie eine pinke Hose an. Mit Melone. Mit Melonen drauf. Ist ja echt eine Hose für mich, hör mal. Ich habe zwei Melonen mit, die können wir gleich essen. Und da sind auch rote Melonen. Zeig mal. Oh, cool. Die Melonenhose. Ich will auch eine Melonenhose haben. Da müssen wir mal gucken, ob ich auch eine finde. Kirschen haben wir auch schon gefunden. Aber wieder ganz weit oben. Schauen wir mal, ob wir noch mehr finden. So, da haben wir jetzt vermeintliche Walderdbeeren gefunden. Aber das sind gar keine. Guck mal, das sind diese Fake-Dinger. Ich habe leider vergessen, wie sie heißen. Aber das sind keine Walderdbeeren. Und hier machen ja auch die Hunde Pipi hin. Deswegen würde ich hier auch echte Walderdbeeren nicht essen. Ha, die sind da wohl süß. Hund! Mein Suki! Suki stand hinter mir. Die sind ja wohl niedlich. Und jetzt hat die Lea rausgefunden, dass sie hier schon mal war. Ja. Und eine kann nicht so schnell. Ha? Voll schön. Wir haben tatsächlich Tiere gefunden. Und auch ein Papa. Jau. Ist da ein Kitz oder nicht? Das sieht so aus, ne? Als wäre da ein kleines. Also wir haben hier keine. Genau. Wildschweine haben wir nicht gefunden. Und die Mufflons haben wir auch nicht gefunden. Aber die hier haben wir gefunden. Ist das jetzt Dammwild? Oder ist das das Rotwild? Ich habe keine Ahnung. Oh, Entschuldigung. Und da haben wir Rehe gesehen. Und auch ein kleines. Sogar drei kleine haben wir von Rehen gesehen. Kann der das? Also Leute, ich habe da jetzt drauf geklickt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das kleine Kaut, ne? Irgendwie fokussiert die doch falsch. Süß, oder? Voll süß. Und vielleicht liegt es auch daran, weil ich keine Brille auf habe. Aber natürlich. Guck mal, das hat die voll gerne. Jetzt hat sie die Tiere gesehen. Irgendeins. Entweder das Fliegende oder die anderen. Immer wenn die Ohren so hoch gehen, dann ist mein Mäuschen hier echt aufmerksam. Und jetzt schaut mal genau hin. Seht ihr die Wildschweine? Siehst du die Wildschweine? Ja. Ich sehe sie. Sobald die das Öhrchen bewegen, sieht man sie. Ist das süß. Ist das süß. Das da hinten hat eben das Öhrchen. Ja. Ganz genau. Jetzt könnt ihr sie besser sehen, ne? Hihi, die liegen da. Herrlich. Habe ich mich richtig gefreut. Und da hinten ist noch eins. Guck mal, hier rechts ist noch eins. Zwischen den Bäumen. Doch, da hinten. Hier durch. Musst hier unter dem Baum durchgucken. In die Kuhle da hinten. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Noch ein bisschen weiter. Jetzt müsstest du es sehen können. Ja. Jetzt sieht man nur den Rücken, ne? Von hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Ich sehe auch 5, genau. 5. Ist das schön. Ich habe schon gedacht, hier wäre nichts. Jetzt haben wir sie gesehen. Gerade hat er hier durchgeguckt. Hapu, guck noch mal hier durch. Das war voll süß. Hapu, guck. Da liefen da unten welche lang und er musste gucken. Neugieriger Kerl. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt macht das nicht mehr. Komm, dann gehen wir wieder runter. Wir wollen jetzt picknicken. Ne? Wir haben gefunden. Guckt euch das an. Guckt dir das an. Richtige Himbeeren. Die kannst du da vielleicht noch pflücken. Die sind hoch genug. Man muss ja schon ein bisschen aufpassen. Ne? Ist ja hier echt der Hundegassigang. Also nicht tiefer gehen, nur in der Höhe bitte. Bitte? Was machst du für Geräusche? Sag nochmal. Ham, ham, ham. Weißt du, was du gerade gemacht hast hier? Ich stand hier. Zack, zack. Hat sie gesagt. Zack, zack. Noch mehr. Noch mehr Kirschen. Aber so groß bin ich nicht.
Hier vielleicht noch mal, Lea. Was? Nee, ich bin jetzt gerade hier. Ich muss schon mal selber aufpassen. Das ist jetzt der Moment für... Okay, anderer Hund. Hier gibt's Johannisbeeren, Lea. Hier gibt's Johannisbeeren. Ist das ein Schlingel? So schnell hat der mich vergessen. So, da ist der erste Kirschbaum. Hier haben wir uns richtig satt gegessen. Guckt euch das mal an. Wie voll der noch hängt. Können wir uns eigentlich nicht satt gegessen haben. Hier müssen wir gleich nochmal mit dem Korb hin. Hier müssen wir echt... Die sind so lecker. Sollen wir hier gleich nochmal mit dem Korb? Irre. So mega. Während die Lea die Johannisbeeren isst, habe ich noch mehr Kirschen gefunden. Und die hier, die schmecken... Also die schmecken ganz schnell nach Marzipan, nach Bittermandel. Das ist hier was ganz Besonderes. Muss ich ehrlich sagen. Wow. Sehr lecker. Sehr geil. Ja, wo bin ich denn hier? Ich bin hier am Wildgehege, am Weg zur Platte. Ein Kirschbaum nach dem anderen. Und wie gesagt, sogar Johannisbeeren und Himbeeren gefunden. Jetzt muss ich erstmal zeigen, wo wir sind. Guck mal, wo wir sind. Auf dem Dachzelt sind wir. Das ist aufregend. Das ist wirklich aufregend, weil das ist voll hoch. Und wenn man drauf ist, ist das ganz so ruhig, wie wenn man drauf ist. Ja, hier muss man erstmal raufkommen. Ups, und die Hunde sieht man nicht. Weil ich doch ein bisschen blöd stehe, habe ich sie lieber in den Kofferraum gepackt. Ja, und wir sind hier eine Sensation. Geht gleich wieder. Ich muss jetzt mal einmal gucken hier. Schaut mal, was wir alles gegessen haben. Jetzt sind wir bei der zweiten Melone. Hammer, oder?